Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema, wie kann man am schnellsten und am besten Geld verdienen? Und da möchte ich dir gerne jetzt meine Antwort dazu geben. Aus meiner Sicht ist die beste und nachhaltigste Möglichkeit und auch die schnellste Möglichkeit, Geld zu verdienen, indem du ja Network Marketing mit Affiliate Marketing kombinierst. Im Prinzip vom Grundsatz her ist beides ziemlich identisch. Und warum du das machen solltest, das zeige ich dir. Und wie du es richtig machst, zeige ich dir ebenfalls in diesem Video. Von der Sache ist es so, wenn du heute mit dem Gedanken spielst, dir ein zweites Standbein aufzubauen, haupt- oder nebenberufliches Einkommen, dann bin ich immer der Meinung, sollte das so sein, dass wenn du Zeit investierst, dass du das nachhaltig hast, das heißt, dass du das langfristig hast. Wenn du, natürlich kannst du es dir einfach machen und kannst sagen, okay, ich möchte jetzt 400, 500 Euro dazu verdienen, ich bewerbe mich zum Beispiel in der Tankstelle und mache dort einen Nebenjob. Das Problem an der Situation ist einfach nur, oder an der Sache ist einfach, dass du, sobald du dort aufhörst, versiegt auch dein Einkommensstrom. Wenn du dahingehend aber diese Zeit, die du zum Beispiel in der Tankstelle investieren würdest, ja, in den Aufbau deines eigenen Network Marketing und Affiliate Business investieren würdest, dann würdest du im Prinzip nach und nach dir ein Einkommen aufbauen, was immer und immer wieder kommt. So, und das ist aus meiner Sicht die sinnvollere Vorgehensweise, gerade in einer Welt, wo im Prinzip Sicherheit nicht mehr viel, wo nichts mehr sicher ist. Früher hast du einen Beruf ausgesucht und dann hast du den Leben lang gemacht. Das ist ja heutzutage nicht mehr so. Spätestens seit der Corona-Pandemie wissen wir ja auch, dass viele Branchen, die als sicher galten, auf einmal in Schieflage geraten sind. Aber gut, das tut mir dann auch immer sehr leid an der Stelle, aber letzten Endes hat ja auch jede Situation ihre Chancen und Network Marketing und Affiliate Marketing ist da im Prinzip ein Weg. Warum Network Marketing und Affiliate Marketing? Mit Network Marketing baust du dir quasi dein eigenes Business auf und du hast die Möglichkeit, da auch so eine Art Hebel zu nutzen. Das heißt, immer wenn du neue Kunden gewinnst oder neue Vertriebspartner rekrutierst, dann diese einarbeitest, dann arbeiten diese ja auch weiter. Das heißt, sie gewinnen weiter neue Kunden, du partizipierst dort auch dran. Und wenn du eigene Kunden gewinnst und du hast das richtige Partnerunternehmen gewählt, dann bekommst du auch weiterhin Provisionen, immer wenn deine Kunden neu kaufen, beziehungsweise solange, wie sie bei dir eben Kunde sind. So, das heißt, du baust dir wiederkehrendes Einkommen auf. Warum solltest du jetzt aber Affiliate Marketing als Kombination mit dazu nehmen? Das ist ein ganz einfacher, hat einen ganz einfachen Hintergrund. Beim Network Marketing ist ja vieles, ich spreche jetzt mal ausschließlich vom Teamaufbau. Wenn du Teamaufbau machst, dann wirst du mit vielen Menschen über das Thema sprechen. Und nicht für jede Person ist jetzt gerade der richtige Zeitpunkt zum Einsteigen. Nichtsdestotrotz haben viele Menschen aber trotzdem Interesse an dem Thema Geld verdienen, oder vielleicht gerade an Network Marketing, Direktvertrieb etc. Und nicht jeder wird sofort jetzt bei dir einsteigen, weil der Zeitpunkt ist immer entscheidend. Schau, wenn du jetzt mit jemandem sprichst, du rufst jemanden an und die Person hat zwar grundsätzlich Interesse, mehr Geld zu verdienen, aber momentan ist die Situation bei der Person alles so weit im grünen Bereich. Dann kann es sein, dass du die Person auf eine Geschäftspräsentation einlädst und die Person kommt nicht. Jetzt kann es aber sein, du rufst 10 Minuten später oder eine Woche später an und gerade vor 10 Minuten oder eben halt eine Woche später kriegt die Person die Kündigung auf den Tisch. Dann ist natürlich die Person viel interessierter dran, deine Information anzuhören als zuvor. So, und deswegen ist der Zeitpunkt wichtig. Heißt aber nicht, dass die Person nicht grundsätzlich Interesse hat, mehr Geld zu verdienen. So, und jetzt ist Affiliate Marketing einfach eine gute Ergänzung, auch an den Menschen Geld zu verdienen, die Nein zu deinem Geschäft sagen. So, und wie gehst du jetzt am besten oder am schnellsten vor? Ich würde dir grundsätzlich empfehlen, mit Online-Marketing das Ganze dementsprechend aufzubauen. Das heißt, du erstellst dir, so einen kleinen Moment, muss ich mal kurz hier den Stift einschalten. So, das heißt, du erstellst
die sogenannte Landingpage. Ja, auch diese Landingpage hat einfach den Hintergrund, hier möchtest du Interessenten für dein Business generieren. So, diese leitest du dann weiter auf eine Thank You Page beziehungsweise ja auf ein Video, ja, oder ein Webinar. Ja, also hier kannst du dann im Prinzip zur Geschäftspräsentation einladen, dann machst du hier ein Video oder ein Webinar. So, und der Vorteil hier ist, du baust dir hier eine Liste von Interessenten auf, ja, die du immer wieder ja zu deinen Angeboten einladen kannst. Und jetzt kommt aber der entscheidende Punkt. Ja, nicht jeder, der hier diese Präsentation anschaut, wird auch Ja sagen. So, jetzt hast du die Möglichkeit, diese Menschen ja mit E-Mail-Marketing, ja, also immer wieder entweder auf dieses Angebot oder auf eben Affiliate-Produkte, ja, dementsprechend zu leiten oder zu lenken. Und das ist halt der Vorteil, weil du dann im Prinzip auch an den Menschen Geld verdienen kannst, die jetzt aktuell hier Nein gesagt haben, die aber immer noch zu einem späteren Zeitpunkt Ja sagen können. So, und jetzt ist ja die Frage, wie macht man das richtig? Weil das Problem ist, und das machen halt viele, wenn du jetzt Affiliate-Marketing oder Network-Marketing betreibst, dann kannst du jetzt hier Werbung schalten, ja, also du generierst Traffic, sendest die auf die Landingpage, dann auf die Thank You Page und jetzt machen viele Folgendes: Sie senden eine Werbemail nach der anderen, ja, so, und das führt dazu, dass irgendwann die Menschen einfach deine Nachrichten nicht mehr lesen, deine E-Mails nicht mehr öffnen. Du hast dann das Problem, dass du niedrigere Zustellraten kriegst, weil vielleicht dein E-Mail-Marketing-Anbieter dich auf einer schlechten IP dann versendet, ja, sodass das im Prinzip eine kleine Abwärtsspirale wird. So, und jetzt ist die Frage, wie machst du das richtig? Und ich würde grundsätzlich jedem empfehlen, ja, einen eigenen Blog aufzubauen. Der eigene Blog deshalb, weil hier hast du die Möglichkeit, Value, also wertvolle Inhalte zu erstellen und immer wieder diese Menschen hier, die du in deiner Liste hier hast, ja, nehmen wir mal eine andere Farbe, diese Menschen, die du in deiner Liste hast, auf den wertvolle Inhalte zu präsentieren, ja, also immer wieder diese hier auf deinen Blog zu leiten. Ja, und von hier aus kannst du dann entweder deine Affiliate-Produkte bzw. dein MLM quasi bewerben. Du kannst also Angebote unterbreiten. Außerdem hat der Blog noch eine weitere Funktion. Du baust dir deine Community auf, ja, und machst quasi Markenbildung. Das heißt, du brandest dich, du baust deine eigene Marke auf. So, und jetzt kannst du hier im Prinzip das, was wir hier vorne haben, ja, kannst du jetzt halt beliebigfach multiplizieren. Das heißt, du kannst hier diesen Weg zum Blog wählen, du kannst aber auch einen neuen Weg wählen. Ja. So, und das Entscheidende am Blog, ja, es ist jetzt theoretisch zwar nicht zwingend notwendig, aber das Entscheidende am Blog ist, dass du so dir quasi deine Community aufbaust und einfach auch mehr Geld durch Affiliate Marketing und Network Marketing verdienst. Und ich zeige dir da mal auch ein ganz bekanntes Beispiel zu, damit du einfach das auch mal siehst, wie das in der Praxis funktioniert. Und zwar ist das im Prinzip Finanztipp. Und Finanztipp ja, finanziert sich ausschließlich über Affiliate Marketing. Ja, so ein Affiliate Marketing und Network Marketing, das kannst du in dem Kontext ja gleichsetzen. Du siehst hier, Finanztipp ist komplett kostenlos. Und wenn du so willst, ist die Webseite von Finanztipp im Prinzip der Blog, ja, der Hub, ja, das Zuhause im Internet, sage ich mal. Deine Anlaufstelle, wo Menschen immer wieder zurückkommen können, um Informationen zu erhalten. So, und Finanztipp ist komplett kostenlos, aber du siehst auch hier, wir finanzieren unsere aufwendige Arbeit mit sogenannten Affiliate-Links zu von uns empfohlenen Anbietern. Ja? So, das heißt, Finanztipp ja, ist im Prinzip die größte Community in dem Bereich in Deutschland. Und du siehst auch hier, wenn wir jetzt mal hier auf Menü gehen, dann siehst du, haben die hier verschiedene Rubriken. Ja? Und zwar Strom, Gasanbieter,
Heizung, Gaspreisvergleich, Handytarife, Kredite und Bauen, Konto und Anlegen. Aber was Finanztipp nicht macht, sie schicken keine Mails raus und sagen, hier, kauf das Produkt, sondern Finanztipp gibt immer Mehrwert, also Content zu einem gewissen Thema. Ja, also wir können jetzt auch mal zum Beispiel hier drauf gehen und sagen, Konto anlegen, Grundlagen, ja. So, und jetzt siehst du im Prinzip hier, dass Finanztipp viele hilfreiche Informationen diesbezüglich zur Verfügung stellt. Ja? Und wenn wir jetzt hier mal draufklicken, diese Banken sind sicher, dann siehst du hier, dass im Prinzip quasi das Ganze ein Ratgeber ist, ja, und dann aber immer wieder dann quasi zu neuen Banken, beziehungsweise zu Banken dann weitergeleitet wird. Ja? So, und wenn jetzt du quasi über einen dieser Links dann quasi kaufst, ja, also zum Beispiel hier, ja, klicken wir mal drauf, dann siehst du, wirst du weitergeleitet zu ja, eben dieser Seite. Und wenn du jetzt hier quasi darüber das Angebot annimmst, dann, ja, dann bekommt im Prinzip Finanztipp ja, eine Provision. So, und jetzt ist einfach die Sache die, um es jetzt nochmal rund zu machen und abzukürzen. Wertvolle Inhalte und auf der anderen Seite der Anbieter. Ja? Also der Produktgeber. So, Finanztipp hat keine eigenen Produkte, sondern macht ausschließlich Affiliate Marketing. Und du siehst, wenn du deine Nische gefunden hast, du kannst es zu jedem Bereich machen. Ja? Also wenn du, ich sag mal, jetzt ein Autofan bist, dann kannst du im Prinzip so etwas. So ein Blog, ein Hub, wie auch immer du es nennen willst, kannst du ja für die Nische Autos machen. Ja, du kannst es für ja, jede x-beliebige Nische machen, die dir jetzt quasi einfällt. Und das ist, wie Affiliate Marketing im Prinzip in richtiger Form funktioniert. Entscheidend ist, du musst schauen, dass du nicht spammy bist, ja, indem du jede Nachricht, die du an deine Liste versendest, einen Link zum Kaufen hat, ja, sondern dass du zum einen in deine E-Mails Mehrwerte reinbringst, aber auch immer wieder die Menschen auf deinen Blog holst, so wie das Finanztipp macht. Also wenn du dich zum Finanztipp-Newsletter anmeldest, dann wirst du feststellen, dann wirst du dort ja immer wieder Tipps bekommen, die dich auf diese Seite hier holen. Ja? Und auf dieser Seite bekommst du dann richtig wertvolle Informationen und kannst dann dort drüber dann natürlich auch das jeweilige Angebot beziehen. Das heißt, Finanztipp ist quasi der Connector, ja, der Vermittler zwischen der Community und dem Produktanbieter. Ja, und Finanztipp connectet das Ganze. Und das ist es schon. Und das ist aus meiner Sicht der schnellste, der einfachste und der nachhaltigste Weg, ja, wie du ja nicht nur über das Internet Geld verdienen kannst, sondern wie du dir grundsätzlich ein wiederkehrendes Einkommen aufbauen kannst. Ich hoffe, dass ich dir mit diesem Video wieder weiterhelfen konnte. Wenn dem so war, würde ich mich freuen, wenn du das Video hier likest, wenn du es mit deinem Netzwerk teilst. Da kannst du mich auch sehr unterstützen. Und außerdem weiß man ja auch nie, für wen die Informationen konkret wichtig sind. Also teils einfach mit deinem Netzwerk. Und wenn du Fragen hast, dann nutze gerne die Kommentarfunktion. Mich würde auch dein Feedback zum Video interessieren. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg. Alles, alles Gute. Und wenn du weitere Informationen willst, kannst du auch gerne unterhalb des Videos mein Newsletter abonnieren und dann bekommst du weitere wertvolle Informationen zugesendet. In diesem Sinne wünsche ich dir ja alles, alles Gute und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.